Trotz dem Abbau von Poststellen sind die Kunden sehr zufrieden mit der Schweizerischen Post. Das sagt eine Erhebung, die das Unternehmen heute vorgestellt hat. Laut deren haben vor allem Privatkunden angegeben, dass sie Zugangsmöglichkeiten und den Service sehr schätzen. Und genau von denen hat Teletop heute vor der Post zu Winterthur wissen, ob auch wirklich alles zufriedenstellend ist. Ich bin sehr zufrieden mit der Post. Ich muss nur einmal im Monat gehen, Zahlungen machen. Es geht, Mitarbeiter sind freundlich, aber die Wartezeit hier in Winterthur am Hauptbahnhof ist relativ lang. Ich musste ein eingeschriebenes Päckchen abholen und der Service war tiptop. Soweit also keine perfekte Bilanz. Der grösste Kritikpunkt an der Post war in den letzten Jahren aber die Schliessung der Poststellen in kleineren Gemeinden. Die Post fühlt sich aber durch die Ergebnisse, die sie heute vorgestellt hat, auf ihrem Kurs mit Agenturen in Partnerfilialen bestätigt. Die Gesamtzufriedenheit ist auf 75 Punkte. Positiv genannt werden unter anderem die kundenfreundlichen Öffnungszeiten, aber auch die Erreichbarkeit und die Abwicklung der Dienstleistungen. Die Winterthurer sind aber doch froh, dass sie nicht auf die Postfilialen verzichten müssen. Die Filiale am Bahnhof hat unter der Woche bis am 7. Uhr abends offen. Das sei gegeben, um auf dem Heimweg vom Arbeiten schnell vorbeizugehen. Häufig müssen wir das ja sowieso nicht mehr persönlich. Relativ wenig, eben höchstens, wenn ich mal ein Päckchen aufgeben oder abholen muss. Und dann ist es eigentlich immer gut. Die Öffnungszeiten sind gut, ja. Morgen 8:30 ist etwas spät, aber am Abend dafür länger, das passt gut, ja. Ich wohne jetzt gerade momentan zu Dös. Und ich weiss, dass die Post um 12 Uhr zumacht. Also die haben offen vom Morgen um 7:30 bis um 12 Uhr und vom 2 Uhr bis zum Abend um 6 Uhr. Ich meine, wenn man das weiss, ist in Ordnung, dann läuft man nicht fehl. Aber man muss sich halt voran informieren, wenn welche Filiale offen hat. Sonst ging man dann eben als unzufriedener Kunde wieder heim.